Herzlich willkommen zu einem Video von mir. Mein Name ist Johanna und ich zeige euch heute ein Tool, was euer Leben erleichtern wird, wenn ihr mit InDesign arbeitet. Glaubt mir, als ich das rausgefunden habe, dass es existiert, ich war so, oh mein Gott, wie genial ist das bitte? Und zwar, ihr könnt in einem riesigen Textdokument, es kann ein Buch sein mit 100 Seiten, völlig egal, mit nur einem Klick Fehler beheben oder Sachen ändern. Und zwar macht ihr das so. Ihr habt jetzt hier euer Textdokument und ich habe jetzt einfach mal einen Songtext genommen. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte, dass jetzt jeder Punkt in diesem Songtext ein Fragezeichen wird, ihr wollt es aber nicht alles eigenständig ändern, dann müsst ihr nur Steuerung F oder bei einem Apple Command F drücken und dann kommt dieses Fenster Suchen ersetzen. Jetzt könnt ihr bei Suchen nach einen Punkt eingeben und bei Ändern in ein Fragezeichen. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist auf alle Ändern klicken und schon ändert InDesign jeden Punkt in dem kompletten Textdokument in Fragezeichen. Das ist natürlich jetzt eher was Untypisches, das macht man eigentlich nicht, aber es ist auch super praktisch, wenn man zum Beispiel nach doppelten Leerzeichen sucht. Weil ihr kennt es, ihr tippt irgendwas und euch passiert es sicher, dass ihr irgendwo doppelte Leerzeichen habt. Und wenn ihr den Text dann überfliegt oder Probe lest, dann fällt es meistens gar nicht auf, vor allem wenn man viel Text hat. Und daher ist es so praktisch, weil ich mache jetzt mal hier in dem Text mehrere doppelte Leerzeichen. Und jetzt ist es genau das gleiche Prinzip. Bei Suchen nach tippe ich sozusagen zwei Leerzeichen ein und bei Ändern in tippe ich sozusagen nur ein Leerzeichen ein. Ich gehe auf alles ändern und ihr könnt sehen, da kommt jetzt die Suche ist abgeschlossen, drei Ersetzungen wurden vorgenommen. Ich klicke auf OK und dann seht ihr, dass jetzt alle meine doppelten Leerzeichen in meinem Text behoben wurden und zu einem geändert wurden. Das ist super praktisch, das habe ich auch in meiner Arbeit schon anwenden müssen. Zum Beispiel war da ein wissenschaftlicher Text und da stand dann überall CO2 und die 2 war aber normal groß und die sollte aber so runtergestellt sein. Das heißt, anstelle, dass ich jetzt jedes CO2-Zeichen im ganzen Text suche, habe ich einfach nur einmal bei dem Suchen ersetzen eingegeben, das falsche CO2 ändern in das richtige CO2. Und ganz einfach schon hat es sich überall angepasst und es war ein Klick. Hat mir super viel Arbeit erspart und ich hoffe, das Video hat euch was geholfen. Ich würde mich sehr freuen über ein Like, Kommentar oder Abo und schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr mehr solcher Mini-Tutorials sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!